Willkommen zu Command & Conquer. Alarmstufe Rot, immer noch Teil 1. Das Hauptspiel ist abgeschlossen und jetzt gibt es noch zwei Add-ons. Das erste Add-on befindet sich hier oben. Das zweite eins unten drunter, aber wir machen jetzt das hier. Ich glaube, es gibt da nicht große Videos und Zwischensequenzen oder halt Story an sich, sondern einfach nur die einzelnen Missionen, die wir abgehen können. Diesmal fange ich auch mal mit Allianz an. Mit denen haben wir das Hauptspiel abgeschlossen. Mit denen kenne ich mich noch ein bisschen aus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, das sind aber relativ große Missionen. Mal gucken. Sibirien 1, 2, 3. Okay. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Zusammenstoß. Fangen wir einfach an. Natürlich wieder auf schwer. Wir wollen ja auch ein bisschen gefordert werden. Schöne Einsatzbesprechung. Ein sowjetischer Konvoi, der Sarin-Nervengas transportiert, muss in der Nähe vom Flussufer Treibstoff fassen. In dieser Tankstopp ist die ideale Gelegenheit, das Neurotoxin und die gegnerische Bedrohung dort zu eliminieren. Zerstören Sie den LKW-Konvoi und die Basis. Sorgen Sie dafür, dass keiner der Lastwagen entkommt. Die Daten über diesen Konvoi sind in der Sowjetradarzentrale gespeichert. Wenn man dort einen Spion einschleusen könnte, hätte man Zugriff auf alle Informationen über die Route des Konvois. Das ist ja schon wieder ein Riesenbatzen an Aufgaben. Hoffentlich kann ich mir das alles merken. Die Spielsteuerung kommt irgendwie sehr schnell vor, aber ich probiere es mal so. Dann müssen wir... Hoffentlich haben wir noch genug Speicherplatz. Hier ist ja immer wieder so ein Problem. Ah, Add-on. Allianz Add-on. Eigentlich müssen wir das so machen. AA1. AA1. AA11 eigentlich. Weil es gibt ja noch ein zweites Add-on. Naja, da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Sowjeteinheiten und Gebäude zerstören und alle LKWs. Ich bin die Blauen. Spione bekomme ich direkt. Ja, das ist ja voll... Okay, Moment, ich muss nochmal neu anfangen. Das ist viel zu schnell. Warum ist das denn so schnell? Hoffentlich bricht das nicht schon wieder ab. Das war im Hauptspiel immer so nervig. Ja gut, das hat... Okay, das war eine Panzermine. Lasst bloß meine Diebe oder Spione in Ruhe. Bis ich die mal unterscheiden kann, dauert es auch noch lange. Ja, man sieht so einen Minenleger, der kann seine Daseinsberechtigung durchaus ausleben. Danke, dass ihr von selber schießt. Was wollt ihr mich denn jetzt schon nerven? Lasst den Blödsinn. So. Schnell, ich brauche mal hier ein bisschen... Unterstützung. Unser Stützpunkt? Wo? Ach, hier unten. Soll ich das verstehen? Warum kommen die denn jetzt von allen Seiten? Mit ihren schwachen Einheiten. Ich muss ihnen Einhalt gebieten. Ja, der Minenleger kann da voll was ausrichten. Ich brauche hier erstmal eine Übersicht. Ah. Das ist doch mal eine schöne Neuigkeit. Mal eine schwache Panzereinheit dazu bekommen. Und da ist noch einer, oder? Hier auch. Wir gehen hoch. Wir lassen die lieber erstmal da stehen, bis sie von selber kommen unter Umständen. Noch einer. Sieht doch sehr erzhaltisch aus hier, die Gegend. Das lässt doch hoffen. Sieht fast aus wie eine Brücke da oben. Ja klar, kaum britischen Panzer bekommen die mit ihren Panzern. Und leider sind ihre Panzer noch ein bisschen stärker. Aber die waren nett und haben mir auch Raketentruppen mitgegeben. Die sind auch gegen Infanterie manchmal in Masse gar nicht so schlecht. Aber der eigentliche Einsatzzweck für die ist ja gegen Panzer oder Gebäude. Kaum Geld. Warum habe ich so wenig mitbekommen? Jetzt habe ich die Hauptmission abgeschlossen. Und was hat es mir gebracht?
herzlich wenig. Ja komm, wir legen halt mal ein paar Minen hin, vielleicht hat es irgendwann mal einen Sinn. Aber wenn die Minen jetzt alle sind, dann bringt der mir auch nichts mehr, es sei denn, ich bekomme irgendwann eine Werkstatt oder entschließe mich selbst, mir eine dahin zu stellen. Wir konnten ja mal speichern zwischendurch. A1. Ein Konvoi-LKW war ganz am Anfang da, aber es gibt wohl mehrere. Wenn ich das jetzt nicht ganz falsch verstund. Ist immer noch beschädigt? Jetzt reparier den doch. Wieso dauert die Waffenfabrik so lange? Ist das normal? Ich habe doch eigentlich genug Strom. Oder ist das denen immer noch zu wenig? Kann ich die Waffenfabrik dann bitte ein bisschen weiter vorne hinstellen? Dann gehe ich mit denen dann noch ein Stück vor. Ja toll, was ist das denn jetzt für ein Gestein? Toll. Naja, es wird schon so gehen. Machen wir noch ein Kasernchen. Zum Bestandteil unserer Basis. Aber ganz weit weg, die brauchen wir nicht oft. Ja, kann ich auch ein Großkraftwerk bauen? Offenbar noch nicht. Ich fange auf einer mittleren Technik-Level-Ebene an, habe ich das Gefühl. Nicht ganz unten, aber jetzt auch nicht so toll, wie es am Ende der des Hauptspiels wurde. Und es steht auch zu befürchten, dass hier doch gar nicht so viel Erz ist. Naja. Das sind echt Spione, ja. Er sagt es schon. Dann halt nicht. Was sie sich denken. So mit einzelnen Einheiten dann irgendwie was ausrichten zu wollen. Und warum kommen sie immer da mit den Panzern, wo ich keine Panzerminen hingelegt habe? Jetzt habe ich meinen Panzer verloren. Nach dem Sammler würde ich erstmal ein paar Einheiten bauen. Aber ich habe überhaupt kein Geld. Das bringt eigentlich kaum was. Einheiten zu bauen, wenn man dann kein Geld hat. Breite ich mich mal hier ein bisschen aus. Und riskiere. Oh, geil. Geil. Das ist jetzt ganz unpraktisch. Moment. Ich wollte nicht auf Optionen. Dann machen wir doch mal einen leichten Panzer, denn wir können keinen besseren bauen. Keinen Kampfpanzer. Ich muss mich jetzt vor dem V2 Raketenwerfer in Acht nehmen. Ich kann vielleicht zumindest. Ach, okay, der schießt auch auf den Bauhof. Kümmer du dich mal um den, wie wär's? Das ist natürlich mutig von mir, auf die Infanterie zu gehen. Ja, genau deswegen. Naja, am Ende sind alle tot, aber ich habe gewonnen. Der will fliehen. Lass ihn nicht entkommen. Er wird seine Freunde benachrichtigen. Solange es nur einer ist. Kann ich nicht irgendwie bessere Panzer irgendwie initiieren? Mit dem Radar vielleicht? Ich kriege ja nicht mal ein ordentliches Großkraftwerk zustande. Wow, geht er mal weg? Die nerven ein bisschen arg. Das sind halt nur richtige Panzer. Glück heilt er sich auch wieder. Und der eine Panzer kommt gar nicht erst mit, der will nur das Erz auf ihrer Seite beschützen. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Der Eindruck, der sagt mir nee. Hat's dir jetzt irgendwie geholfen, dass du so aggressiv gegen feindliche Sammler vorgehst, die eigentlich nur friedlich ihr Werk tun? Wow, die sind ja toll hier. Hoffen wir mal, dass da oben noch ein bisschen Erz rumliegt. Wie haben die sich das denn vorgestellt?
Die Karte ist auch gar nicht mal so groß. Natürlich jetzt prima mit dem Sammler Aufklärarbeit zu leisten. Aber sehr schönes Buntes ist da. Könnt ihr da alle mal hin? Oh, das ist nicht so viel, wie ich gern hätte. Aber es ist mehr, als es sein könnte. Dann sammel doch unten. Ich muss die mal kurz sammeln. Also die Panzer, die Sammler, die sammeln ja sowieso. Aber die sammeln jetzt hier keinen Erz, sondern sich selbst, damit ich mit vereinten Kräften vielleicht weitere Sammelmöglichkeiten erschließen kann. Hier drüben nämlich. Es geht immer nur um Sammeln im Command Conquer. Nicht kommandieren und erobern, von wegen Sammeln. Mal gucken, wie viele Panzer übrig bleiben von mir. Und ja, toll, ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber gut. Geht's da auch noch runter? Aha, der hat den schön überfahren. Was? Da schießt jemand mit großem Geschütz. Aha, mal wieder ein V2-Raketenwerfer. Soll ich mich mal kurz um den noch kümmern? Das sind so die Überraschungsmomente mit diesen großen Raketen. Noch einer. Okay, wir haben die Basis schon gefunden. Hä? Was? Ich hab's nicht mitgekriegt, aber irgendeine Tesla-Spule war aktiv. Bin gespannt, wie ich mit meinen schwachen Panzern jetzt was reißen soll. Naja. Aber das scheint eine relativ schnelle Mission zu werden. Die Karte ist nicht groß, es ist nicht viel Erz da. Die feindliche Basis ist quasi vor der Haustür. Und ich kann nur leichte Panzer bauen. Das wird sich hoffentlich recht bald ändern. Vielleicht erweitert sich die Karte auch, sobald ich einen Spion bei denen reingeschickt habe. Irgendwie sowas war ja erwünscht. Soll ich noch irgendwie... Verteidigungsgebäude kommt eh nicht in Frage. What the fuck? Wir könnten den auch erstmal in die Panzerminen reinfahren lassen. Aber das wäre ja taktisch klug. Ich habe mich schon als Verlierer gefühlt. Gegen Mammut ist das ein bisschen unfair gewesen. Eigentlich. Der kam aus dem Nichts, oder? Der kam bestimmt nicht von denen. Voll nett. Von hier mittendrin kommen sie im Moment erstmal nicht. Vielleicht warten sie jetzt einfach nur, bis ich irgendwann die Initiative ergreife. Okay, da sind Benzinfässer. Wenn ich Benzinfässer sehe, dann kann ich an nichts anderes mehr denken. Kirsche nicht irgendwo hier zufällig? Hätte ich schon gedacht, ich gehe eins hoch und plötzlich kann ich doch Kampfpanzer bauen und habe es die ganze Zeit nicht mitgekriegt. Das wäre krass gewesen. Unschön. Fast nahezu unkrass. Gut. Vielleicht ist ja doch noch irgendwo was drin hier. Unerwarteterweise. Es gibt ja auch andere reiche Leute. Normalerweise ist die GDI... nee, Moment, ich bin die GDI quasi als Allianz. Aber normalerweise dürfen sie dann das Dorf gar nicht erst kaputt machen. Aber die Russen sollte es nicht stören. Es sei denn, ich bin hier in Russland. Ich habe die Story nicht so ganz realisiert. Irgendwo später jedenfalls komme ich nach Sibirien. Das habe ich mitbekommen. Und Griechenland stand auch irgendwie noch dabei. Die Brücke hier ist jedenfalls kaputt und leider kann man sie hier nicht reparieren. Könnte aber auch gut sein. Wo willst du jetzt hin? Du kannst ja mal ein bisschen aufklären. Gut, oder so. Der geht wieder weg, gut. Und die kommen hier nicht rüber. Ah ja. Schnell weg da. Die sind stark. Für uns. Ich muss jetzt einfach mal auf Masse setzen statt Klasse. Und irgendein Überraschungsmoment. Ranger. Ich brauche doch keinen Ranger. Was zum...
Wer hat sich das denn jetzt erdacht? Ach so. Wie gehe ich gegen die vor? Mit Panzern? Die schießen. Gehen die dem nach? Bitte nicht. Die können sich noch nicht so ganz entscheiden, habe ich das Gefühl. Wieso kommen eigentlich nicht alle mit? Und wieso brauche ich jetzt sie los? Da baue ich doch lieber einen Bunker vielleicht oder sowas. Ja toll, die hören mir einfach nicht. Da kann ich auch nicht viel machen. Aber zum Glück sind die relativ schwach. Das habe ich die ganze Zeit an Einheiten verloren. Eine Tesla-Spule ist hier aktiv. Was zum Geier, eine neue Einheit. Jetzt verstehe ich auch, was die machen. Boah, ich will diese Einheit. Die kenne ich nicht. Eine mobile Tesla-Spule. Das gab's ja sonst noch nie, auch in keinem späteren Teil, oder? Krass ist das. Ich dachte mir gerade, da passiert doch irgendwas, aber wo könnte es denn sein? Auf der Karte sah alles sehr unverdächtig aus. Wird gebaut. In Ordnung. In Ordnung. Okay, mein oberstes Ziel ist jedenfalls in jeder Mission hier, nach Möglichkeit eine feindliche Waffenfabrik einzunehmen. Und dann gute Panzer bauen zu können. Kommt ihr mal mit. Oben lang geht's jedenfalls nicht mehr. Hier könnten sie noch heimlich das Stur stehlen, aber das wird wohl nicht geschehen. Hier unten können die noch ein bisschen rumgurken und aufdecken. Mehr als die Hälfte habe ich jetzt quasi für mich beansprucht von der Karte. In Ordnung. Bestätigt. Einheit bereit. In Ordnung. Wird gebaut. Und da ist ja noch ein bisschen Erz. Bestätigt. Ich hätte theoretisch auch noch einen Sammler bauen können, aber ich komme jetzt schon nicht hinterher mit dem Geld ausgeben. In Ordnung. Bestätigt. Die Panzer sind einfach zu billig. Einheit bereit. In Ordnung. Wird gebaut. Geht ja gar nicht. Als wenn sie nichts wert wären. Sind sie auch eigentlich nicht. So, können wir hier noch irgendwas entdecken, womit wir nicht rechnen würden. Eieiei, dann bauen wir halt irgendwie einen Bunker mal noch. Und noch ein paar Einheiten, Infanterie. Das wäre noch eine Möglichkeit. Die sind jetzt nicht sehr aggressiv, aber es gibt auch keinen Timer, was mich sowieso am meisten freut. Mission mit Timer, die sind der Graus. Gut, können wir uns schon mal auf den Angriff vorbereiten. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon reicht. Ich habe ja schon ein paar Einheiten. Da sind ein paar. Der wehrt sich nicht, umso besser. Und dann stellen wir das nämlich hier oben hin. Und bauen Paraxeros noch. Vorsicht, da ist ein Raketentypi. Mit denen ist nicht zu spaßen. Ich habe immer ganz üble Laune. Üble Laune! Üble Laune! Werkstatt? Könnte ich bauen. Aber das bringt mir ja, glaube ich, nichts. War es nicht im ersten Teil so, dass man die brauchte für Mammutpanzer? Irgendwo war so... Was? 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 Der LKW des Konvois ist entkommen? Habe ich mir zu lange Zeit gelassen. Ja, woher soll ich das denn wissen? Es gab keinen Timer. Ich habe mich gerade noch drüber gefreut, dass das eben nicht so ist. Ja. Da muss ich einfach mal laden und mich ein bisschen mehr beeilen. Anscheinend. Vielleicht hätte ich mir den Spion einfach reinlatschen sollen schon mal. Machen wir dann beim nächsten Mal. Fängt gut an, direkt mal erstmal die Mission nicht geschafft. Man sieht, das Add-on wird ein bisschen schwieriger als das Hauptspiel. Mal sehen, ob wir da gut durchkommen. Beim nächsten Mal. Tschüss.